So, und da sehen wir es auch, wir haben es gerade gehört, also sobald wir aus dem Bonus-Level wieder rausgehen, ist wieder unser Transistor geschwächt. Das ist also wirklich nur, ja, hinter dieser Hintertür konnte sich unser Transistor etwas regenerieren am Strand. Und jetzt müssen wir wieder uns durch die Realität kämpfen. Also auf geht's zurück. Und da sehen wir es auch schon. Und direkt in der Action gelandet. Und ich glaube, wir haben noch die Fähigkeiten, auch die wir vorher auch hatten. Also auf geht's. Ausweichen. So, auf geht's. Ich glaube, hier bei den langen Young Ladies, die man nur einmal attacken kann, ist es besser, wenn man einmal draufhaut. Ausweichen. Sieht gut aus. Okay, oh boy, oh boy. Das ist aber eine Menge jetzt hier. Etwas chaotisch. Zellen direkt platt machen. Ich muss aufpassen. Die machen übelst viel Schaden und sind halt wirklich sehr schnell. Auf geht's. So, noch eine haben wir. Und geschafft. Sehr gut. So, weiter geht's. Also aus dem Lagerhaus sind wir gekommen. Oh, jetzt gibt's aber hier große Gebiete. Müssen wir schauen, wo wir am besten als erstes hingehen. Mal schauen. Hier kommen wir außen rum. Gehen wir einmal komplett rum und schauen mal, was haben wir hier. Ein OVC-Relay. Oh, schauen wir mal. Das ist anscheinend ein riesengroßes Terminal. Okay, gut. Gehen wir weiter. Also einmal hier rum. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch kommen wird. So, am Lagerhaus waren wir. So. Wir speichern das mal hier fix. Neue Fähigkeiten haben wir direkt nicht. Uns fehlt auch noch ein bisschen was an Zellen, glaube ich. Ja, wir können noch keine neuen Upgrades reinhauen. Das machen wir später dann, sobald wir was haben. Aber gespeichert haben wir. Gehen wir weiter hier runter. Hier haben wir noch ein OVC-Terminal. So, was haben wir denn jetzt hier? Dringend, unmittelbare Antwort erbeten. Ihr Input wird zur Beschleunigung von Hilfsleistungen bei Notfällen benötigt. Offenlegen. So, die Zentralbehörde. Die Zentralbehörde legt allen Individuen dringend nahe, so schnell wie möglich Umsiedlungspräferenzen anzugeben. Begrenzte Suche, höhere Qualität oder umfassende Suche, mehr Resultate. Was suchen wir aus? Ich würde mal sagen, begrenzte Suche, höhere Qualität. Das ist doch erstrebenswert, oder? So, Ihre Anfrage kann derzeit nicht bearbeitet werden. Ursache: Fehler 26804. Alle Leitungen momentan besetzt. Versuchen Sie später erneut. Ja, wir haben es ja schon in den letzten Folgen herausgehört, dass ja hier eine Epidemie ausgebrochen ist in dieser Stadt, in Cloud Bank. Und ja, es wurde drum gebeten, dass alle Bewohner die Cloud Bank verlassen sollten. Und wir sind auch weiterhin auf der Flucht, kann man sagen. Oder zumindest wollen eben auf den Grund gehen, warum das so ist. Oh, wei. Die kennen wir ja schon. Die kennen wir schon. Das wird übel gleich, glaube ich. So, einmal Begleiter herholen. So, was machen wir jetzt hier? Ich würde sagen, da hauen wir mal ordentlich rein. Auf geht's. So, ausweichen. Boah, ist ein bisschen schwierig, den Überblick hier zu bewahren. Auf geht es, Fiesling. Ich sollte sie am besten mal von hinten angreifen eigentlich. Auf
aufpassen. Schießen wir auf den ersten Operator. Passt. Oh Gott. Also die machen übelst gerade Schaden. Muss ich jetzt echt ein bisschen aufpassen. Oh, 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 das ist gar nicht gut gerade. Ich muss mal hier irgendwie abhauen. Das war jetzt gerade schlecht gewählt, der Move. Nein, das war gar nicht gut. Das war nicht gut. Nein. Ach Gott. Notfalltüren. Was mache ich denn jetzt hier gerade? Ich bin etwas unkoordiniert. Auf geht es. Das sieht nicht gut aus. Boah. Das ist gar nicht gut gerade. Das sind so viele Ads gerade hier. Was ist denn los? Ich kann gar nichts mehr machen. Eieiei, was mache ich denn hier gerade? Ich muss auf jeden Fall etwas aufpassen. Ist gar nicht gut gerade, was ich hier mache. Ah, ich muss die so schnell wie möglich platt machen. Auf geht es. Oh nein, die Zellen, die blockieren mich. Oh Gott. So, nochmal. Den platt machen. Mal zurück. So, von hinten meucheln. Aufpassen, aufpassen. Boah, die machen so extrem Schaden. Oh, jetzt, komm. Hab kaum noch Leben. So, kurz mit Deckung gehen. Ist echt schwierig, auf den engen Raum hier Überblick zu wahren. So, warte dann. Ich muss hier mal mit meiner Fähigkeit Ping mal drauf schießen. Sollte passen. Also, Damage auf den zweiten Operator. So, das passt soweit. Boah. Kaum noch Leben. Wie mache ich das denn jetzt? Die sind beide geschützt, aber wo ist hier das Schutzschild? Das ist echt schwierig herauszusehen. Warte mal. Ich gehe mal in den Planungsmodus. Also. Da, Cheerleader. Genau mittendrin ist hier so ein Cheerleader-Ding, was halt schildet. Den muss ich platt bekommen. Also, warte. Okay, auf geht's. Na, schnell wieder zurück. Zweimal steppen. So, Chili, der Ding ist nochmal am Start. Oh, 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 aufpassen. Oh, nein. So, Chili, der ist dann down. Ah, ich muss aber nochmal ein bisschen flüchten, ne? Auf geht's. Okay, dann noch den Fiesling. Ah, latsch schnell auf, latsch schnell auf. Boah. So, das passt. Mal hinter ihn. Eins, zwei, drei, vier. Schnell ausweichen. Oh, ich muss auch. Nein, nein, nein. Oh. Okay, platt machen. Boah, das ist echt schwierig. Das ist so eng hier gerade. Das ist unglaublich. Okay, so. Ich habe, glaube ich, noch 0,05% Leben. Ihr seht es gerade, der Balken, der ist so gut wie weg. So, jetzt muss ich das ein bisschen taktisch angehen. Da ist anscheinend noch so ein Cheerleader-Ding. Zumindest wird einer dieser Operator auch noch geschützt. Warte. Kann ich ihn treffen? Ja, aber das ist beides auch alles geschützt hier. Da ist ein Cheerleader mit 12 Life. Das heißt, die machen wir uns erstmal platt. Und danach gehe ich nochmal zurück. Auf geht's. Das muss man wesentlich taktischer angehen. Passt. So, jetzt haben wir die Operator. Nee, den kann ich mal keinen Schaden drauf machen. Ist da noch ein Schutzschild? Boah, ich muss echt aufpassen. Ich darf nicht zu nah ran. Ah, den kann ich platt machen. Das dauert zwar jetzt ein bisschen länger, aber ist die sichere Variante. Ob da jetzt noch Gegner entspringen? Ich hoffe natürlich nicht. Also, auf geht es. Sehr gut, das passt, passt, passt. Komm. Boah. That's my star. Ja, das war schwierig.
Das war tricky. So, ich bin ein bisschen irritiert hier die ganze Zeit, wenn hier unser Transistor mit uns spricht, jetzt hier, diese Stimme. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ein Stalker ist, so langsam. Also, ich weiß nicht so recht, ob der wirklich was Gutes möchte von uns. Zumindest ist er im Schwert gefangen gehalten und verliert weiterhin seine Kräfte. Aber ja, was das genau für ein Charakter ist und ob der uns wirklich gut gesinnt ist oder nicht, das bezweifle ich gerade ein bisschen. Zumindest das, was er gerade so am Sagen ist. Vielleicht ist es ja echt ein Stalker von uns. Wir sind ja eine Sängerin, eine Hochbegabte. Wer weiß. So. Aber vorher checken wir natürlich jetzt nochmal hier kurz unsere Funktion. Wir haben ja, glaube ich, noch ein paar Möglichkeiten, das jetzt hier auszubauen. Was haben wir jetzt hier? Da können wir noch was neu prüfen. Was ist das denn? Diese Bille. Ja, gegen die haben wir eigentlich schon gekämpft gehabt. Aber ich hatte dich doch, glaube ich, schon mal gelesen, oder nicht? Details. Das kenne ich alles schon. Mich würde interessieren, wie ich jetzt unseren Begleiter wieder jetzt hier als Fähigkeit reingezogen bekomme, weil ich dafür machen muss. Ich stehe mich gerade überlastet, repariert in einem weiteren Zugangspunkt. Muss ich also noch einen zweiten Zugangspunkt finden und dann ist es wieder reaktiviert, die Fähigkeit. Scheint so. Das heißt, ich muss währenddessen jetzt mal eine andere Fähigkeit mehr aussuchen. Dann nehmen wir mal... hier, Bounce nehme ich mal als zusätzliche Fähigkeit. Das sollte kein Problem sein. Dann checke ich währenddessen mal, da ich einen Upgrade-Slot-Effekt noch reinhaue bei Bounce. Was mache ich denn da? Was haue ich da rein? Ja, tue ich mal Spark dazu reinhauen. Also Funktion auswählen. Rein damit und Partikel pro Treffer 3 und Steigerung pro Partikel 2. Partikelschaden 5. Also geupgradet. So, das passt. Und dann kann ich noch was upgraden. Warte mal. Ich check mal kurz. Ich kann ja, glaube ich, auch bei meinem Jound, bei meinem Teleport-Skill, da kann ich ja bestimmt auch noch was reinhauen, oder? Warte, dann könnte ich... Warte, geht das auch? Ja, das geht auch. Sehr geil. Was haben wir jetzt hier? Ich habe noch Jound, mein Teleport-Skill jetzt nur mit Switch kombiniert und da kriege ich nochmal Zauberdauer 2,5 Sekunden und Wirkungsradius 300. Ich glaube, das ist auch nicht recht. Das ist auch recht gut. Also, das heißt, wir haben alle Fähigkeiten soweit jetzt vergeben. Das heißt, wir können wieder zurück. Spiel gespeichert und weiter geht's. Ich muss ein bisschen aufpassen bei den Kämpfen. Es wird halt wirklich immer schwieriger. Ich muss ein bisschen taktischer vorgehen. Und nicht nur hau drauf. Aber mal gucken. So, dann gehen wir mal hier oben.